am Standort Köthen finde ich halt besonders für die Lebensmitteltechnologen, Biotechnologen, Pharmatechnologen. Also man hört die Theorie und setzt es dann gleich um. Also das ist dieser praxisnahe Effekt. Wenn ich jetzt die Werkstattausstattung so angucke, das ist sehr gut ausgestattet. Es kommt nahe an die Industrie heran. Das, was man theoretisch erlernt, kann man hier dann auch in der Praxis mal austesten. Das große Plus an diesem Projekt ist dieser praxisnahe Bezug. Meine Aufgabe ist, so wie auch die Aufgabe meiner Kollegen, praxisnah und praxisorientiert zu unterrichten. Ich habe das Konzept und die Vision entwickelt von einer Plattform für Patienten, um sich zu informieren und in diesen komplexen, abstrakten Klinikalltag und Strukturen auch zu orientieren. Wir sind eine Fachhochschule, University of Applied Science. Das heißt, zwischendurch arbeiten wir schon durchaus akademisch, wir arbeiten auch in der Forschung. Es ist jetzt hier nur ein Ein-Personen-Labor, aber letztlich ist da sehr viel Vernetzung von Disziplinen der Hochschule. Ich merke, die Leute, die bei vor Ort was machen, sich engagieren, die beleben den Campus auch unter der Woche, die stellen dann auch selber was auf die Beine. Und wenn jemand aus ähnlichen Gründen sich auch für eine Hochschule entscheiden möchte, ist das hier genau das Richtige.